Wir werden jetzt hier versuchen, eine eigene kleine Map zu erstellen. Natürlich in der Hoffnung, dass die eventuell auch gut ist und dementsprechend vielleicht sogar, ja, wie sie was hilft, nicht wahr? Sprich, dass wir eben vielleicht sogar einen Platz gewinnen können. Ich habe hier das noch gar nicht angeschaut. Ich habe keine Ahnung, was hier eigentlich gemacht wird und wie es gemacht wird. Das ist natürlich dann sehr lustig. Also wir können hier einfügen und ich kann das hier so nicht drehen. Die Map kann ich, glaube ich, auch nicht drehen, oder? Nein, anscheinend nicht. Wir werden mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Ah, wir können. Ah, guck mal, wir können es auch größer machen. Sehr gut. Das ist nämlich wichtig, weil mein Plan ist, das habe ich in der Folge, falls ihr sie heute schon gesehen habt, erwähnt, so mehrere kleine Räume zu machen, die dann theoretisch im Endeffekt eben alle nötig sind, um das Ziel erreichen zu können. Das heißt, man muss durch alle kleinen Räume gehen, um eben eine Chance zu haben, das Ding zu reißen. So, im Endeffekt soll das hier aber auch so ein schön symmetrisch sein. Oh je, das sieht aber. Kann man das vielleicht doch ein bisschen drehen? Das ist echt kompliziert. Vor allem bei diesen ganzen Punkten. Vielleicht hat einer von euch ja schon eine Ahnung, wie das hier eigentlich funktioniert. Shortcut 2. Alt+SRG. Ah, guck mal. Kann man das hier? Nee. Wir müssen erstmal ein bisschen reinschauen. Elemente zu bewegen, egal welches Tool gerade aktiv ist. Platzieren von Elementen, Färben-Tool, Anhang-Tool. Okay, das mit den Dingen. Und Drehen-Tool, Löschen-Tool. Wollen wir mal schauen. Zunächst einmal machen wir uns hier so einen kleinen Anfangspunkt, dass wir eben hier reinkommen. Und dann geht das hier halt wunderschön weiter. Ich denke, dass das vielleicht gar nicht so blöd ist. Mal gucken, wir nennen das natürlich Masterpiece, würde ich sagen. Das klingt schon mal nicht schlecht. Ist vielleicht gar nicht so blöd für den Anfang. So. Wie fügen wir jetzt hier neue Dinge ein? Auswahlwand. Das klingt doch mal gar nicht so schlecht. Ich hätte mir natürlich das Ganze auch vorher anschauen können, aber das wäre ja langweilig gewesen. Kann das echt nur so gehen? Ich hätte mir vielleicht ein Tutorial dazu anschauen sollen. Aber wenn wir echt so vorgehen müssen, dann wird das doch langwieriger als gedacht. Jedes einzelne Kästchen einzeln zu machen. Ich habe natürlich vor, das Ganze auch auf YouTube hochzuladen und der Link zu dem Level wird dann auch in der Videobeschreibung drin sein, sodass man ihn da spielen kann. Also wir kommen erstmal hier rein und hier kann man vielleicht schon so ein kleines Ding machen. So, das sind diese Dinganhänge. Das ist dieser Spiegel. Frank sorgt dafür, dass Schüsse an einer Wand abprallen. Das sind die verschiedenen Farben, die möglich sind. Ah, hier haben wir ein paar Teile. Guck mal, Glas, tödliche elektrische Wartungskachel, die Bodenplatte. Das soll natürlich alles ein bisschen verwendet werden. Ein Trigger. Die gleichfarbige Türen öffnen. Okay. Sehr gut. Wir werden auf jeden Fall mehrere Türen brauchen. Denn wir müssen ja im Endeffekt das Ganze hier auch in irgendeiner Weise lösen. Okay. Aber gut, wir werden erstmal hier so ein paar Wände machen, würde ich sagen. Guck mal, es geht doch schneller. Viel besser. Wenn wir uns das Ganze mal so ein bisschen überlegen, so mehrere kleine Räume. Könnte man natürlich einfach nur hier einen Gang machen mit mehreren Räumen, in denen dann halt einfach gewerkelt wird. Aber ich glaube, das wäre dann insgesamt dann doch ein bisschen langweilig. Und ich würde es ja schon gerne ein bisschen spannender gestalten. Ansonsten wird man einfach reingehen, lösen, reingehen, lösen, reingehen, lösen. Hier drin vielleicht so ein paar Deko-Elemente. Aber ich habe noch keine Ahnung, was genau für Rätsel überhaupt im besten Fall gemacht werden sollten. Vielleicht habt ihr ja ein paar Vorschläge. Wenn Garx sich sowieso zurückhalten wird, weil er keine kreative Ader hat.
So, wir werden auf jeden Fall hier eine Tür irgendwie brauchen. Kann man das vielleicht auch drehen, nur mit einem Befehl? Shortcut 7 im Uhrzeigersinn und 6 gegen den Uhrzeigersinn. Wollen wir mal gucken. Also ich muss ihn erst platzieren. In Ordnung. So, wenn ich jetzt hier dann... Ah ja. Okay, das funktioniert. Sehr gut. So, dann haben wir hier unser erstes kleines Türchen. Ich bin schon sehr zufrieden mit meiner bisherigen Arbeit. Ich würde sagen, das Level kann man schon fast so online stellen. Drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Wie hier eigentlich so. Oh je. Machen wir mal so. Das daneben wird dann noch weggemacht hier. Die wollen wir nicht. Außerdem machen wir natürlich hier so eine kleine Glaswand rein. Glaswände sind immer gut. Die sorgen nämlich dafür, dass man sieht, was da drinnen vor sich geht. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so dumm. Eigentlich könnten wir doch jetzt das hier kopieren und setzen das einfach ein paar Mal hier an. Oder? Machen wir doch so ein relativ einfaches Level. So ein einfach gestricktes vor allem Ding. Wäre ein bisschen doof. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Lustig wäre ganz am Anfang des Levels einen Schalter für die letzte Tür zu machen. Dass es eigentlich total sinnlos aussieht und wenn jemand dann spielt, steht er vor der letzten Tür und merkt, dass er ganz zurück muss. Das wäre eine Möglichkeit. Wäre lustig. Man kann auch, was auch vielleicht so ein kleiner Gag wäre, ist, wenn wir hier eine Tür hinmachen, vor dem Ausgang direkt, ja nur so einen ganz kleinen Raum und hier ist gar nichts. Einfach nur dieses eine Ding. Dass wir nämlich hier dann quasi den Trigger machen. Oh, das sind ein bisschen viele Trigger, würde ich sagen. Ein Trigger. Wie verbinde ich jetzt die Tür mit dem Ding? So nicht. Dann müssen wir uns das mal genauer anschauen später. Kann ich das auch irgendwie vielleicht noch so drehen? Wegen der Kamera. Halte Shift, um die Kamera zu bewegen. Ah, so nicht. Halte Alt, um die Kamera zu drehen. Ah, das ist doch gut. Guck mal. Einfärben. Ah ja, aber wie mache ich das dann bunt? Weil die Tür soll ja mehrere Dinger haben. Diese eine Tür hier. Wollen wir mal schauen. Was machen wir denn hier für ein kleines Rätsel rein? Es soll natürlich irgendwie jetzt hier so ein... Hier muss irgendwie ein Punkt drauf gekommen werden. Man kann hier ja einfach rein in die Tür. Die öffnet sich ohne Problem. Da können wir vielleicht im Notfall vorne auch so einen kleinen Trigger machen, dass das eben aufgeht. Hier brauchen wir irgendwie ein kleines Rätsel. So was Einfaches zu Beginn. Da will ich gar nichts Kompliziertes haben, weil wir hier aktuell ein kleines Feld haben. Eventuell so eine Sammlung mit mehreren Droids, die man hier über so Dinge halt immer opfern muss, bis man den richtig farbigen rübergebracht hat. Dass wir den vielleicht violett hier machen. Dass wir hier einen violetten reinkriegen müssen. Hier dann ein violettes Ding draufbringen müssen. Und dann machen wir hier so eine Glaswand. Ach, verdammt, ist eins zu wenig. Dass man das aber sehen kann, weil sonst wäre das ja ein bisschen unschön. Wir müssen das eins weitermachen. Und natürlich müssen wir den jetzt hier auch dahinsetzen. Genau. Nein, den nicht dahinsetzen. Wir machen jetzt hier so eine schöne Glaswand dazwischen. Einzelne Säulen, durch die man hindurch manövrieren muss. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Ich würde jetzt hier erstmal so tödliche elektrische Wartungskacheln bringen. Weil das hier blödsinnig ist, weil wir müssen zunächst einmal... wenn wir hier reingehen, ist das hier eigentlich blöd. Falsches Ding. So. Einzelne Säulen, durch die man hindurch manövrieren muss.
Du meinst also, dass ich jetzt hier einfach so ein paar Dinger hinmache und hier so irgendeinen farbigen Droid da lasse und der muss eben dann durch richtiges Schießen das Ding hier rumbringen, bis es eben hier ankommt. Also so richtig simpel aufgebaut am Anfang. Okay. So, und was für einen setzen wir da mal hin, was für einen Ball? So ein Worker-Droid. Aber Worker-Droid ist dumm, weil der verfolgt ja automatisch. Ja, das erste sollte einfach sein, damit sie es halt wirklich nicht schwer haben. Die Frage ist halt auch, wo kriege ich so ein Standard, so ein Standardkugel her? Nicht nur diese Worker-Droids, weil die sind ja böse. Das weiß ich halt auch nicht. Wenn ich vielleicht irgendwie noch anders bearbeiten oder so? Vielleicht, wenn ich den färbe? Nee. Dann ist er nur bunt. Da wäre halt die Möglichkeit, dass man einen Worker-Droid nimmt und hier die tödlichen elektrischen Wartungskacheln hinsetzt. Dass man eben da halt wirklich erst den opfern muss, bevor, weil man sich dann denkt, ich nutze ihn einfach, bring ihn hier rüber und dann ist gut. Ah, du bist so klug, Garg. Was ist das denn für ein Ruhemodus? Ah, du bist ja so klug, Garg. Was wäre ich nur ohne dich? Dann machen wir hier einen gelben hin. Damit man nämlich den hier opfern muss und den hier nutzen muss. Dann kann man den gelben nämlich hier rüber holen und den roten über die Innenseite holen. So. Damit es aber nicht zu einfach wird. Obwohl, doch, das geht eigentlich schon, oder? Wenn wir jetzt nur das hier machen. Man sieht, hier ist violett. Da sieht man das Elektrofeld. Also weiß man, ich muss den gelben opfern, den roten hier rüber holen. Und dann ist gut. Das wäre jetzt wirklich das Einfachste von allen. Ja, das hoffe ich aber auch, dass dein Leben jetzt gerettet ist. Das wäre jetzt wirklich das Einfachste, was überhaupt geht. Zwei Bälle, einen von denen musst du opfern, der andere ist cool. Ich finde, es ist gar nicht schlecht. So, jetzt brauchen wir ein etwas komplizierteres Modul. Müssen wir den hier so ein bisschen challengen. Ich dachte so an 4 bis 6. Räume. Ja, dass man 4 bis 6 Räume eben lösen muss. Wir können ja hier so einen Zwischengang machen, der hier außen rum geht. Dass wir hier vielleicht zwei große Felder haben und hier zwei kleine Felder. Fände ich eigentlich mit ein bisschen am attraktivsten. Einfach nur, um so ein bisschen Abwechslung auch reinzubringen. Dass es eben nicht zu, ja. Zu künstlich wirkt, wenn man das so nennen kann. Weil mir gerade nichts Besseres einfällt. So, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Dann hat man hier noch zwei frei. Ist perfekt. Ist ja wie gemalt. Als wäre das alles geplant gewesen von mir. So, aber natürlich will ich hier wieder so den Einblick wahren lassen. Man soll ein bisschen sehen, was hier auf einen zukommt. Der kommt hier hin. Mir ganz kurz mal schauen. Ja, der muss noch dahin. Dann kommt hier die Tür rein, die natürlich gedreht wird. Gedreht wird, genau. Perfekt. Was machen wir denn hier Schönes rein?
Ich würde sagen, hier spielen wir so. Ne, ich würde sagen, diese Wände, diese beiden Anhänge hier würde ich vielleicht nutzen für diese größeren Räume, die schwieriger sind. Hier noch so was ein bisschen schwieriger als das hier. Eventuell, indem wir so ein kleines Rätsel machen mit den Zwischenplatten, diese Bodenplatten, die genutzt werden müssen, dass man eben die richtig anbringt und dann eine Kugel von da nach da bringt. Also. Hier in die Ecke kommt der rein. Der wird auch an diese Tür gepflegt. Aber das geht nicht, oder? Ist der jetzt mit beiden verpflanzt oder nur mit einer? Ah. Oh, stimmt. Danke. Deswegen war auch hier dieses Ding angezeigt. Sehr hilfreich. Möchtest du nicht eigentlich vielleicht aufs TS kommen, Garg? Dann können wir ein bisschen reden. Ich glaube, das ist einfacher als so. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar von denen. Ich weiß noch nicht, wie viele. Da schauen wir mal an, was wir machen. Wir brauchen ein paar von den tödlichen elektrischen Wartungskacheln. Die machen wir mal weg. Die erstmal auch. Passt mir hier nicht ganz mit der Ding. Nehmen wir mal eins weiter. Nehmen wir hier ein Glas und hier die Tür hin. So. Okay. Natürlich müssen wir darauf achten, dass der hier hinten im besten Fall dann violett wird. Bürger braucht eine gleichfarbige Tür oder ein Exit. So, und der Ball muss lila sein, weil den hier müssen wir hier rüberbringen. Wie kriegen wir den hier rüber? Was hier dumm ist, man könnte mit dem hier den Weg aufmachen, mit dem hier aufmachen, dann braucht man nur zwei von vier benutzen und man kommt durch. Also müssen wir hier auf jeden Fall den Teil verbreitern. Weil jetzt würde der hier hingehen, macht den hier auf. Nee, das gefällt mir so nicht, weil da ist die Gefahr zu groß, dass er direkt stirbt. Ganz so fies will ich ja nicht sein, deswegen machen wir hier eine Reihe hin. Und hier eine Reihe. Dann hat er hier leichten Bewegungsfreiraum. Jetzt haben wir nur das Problem, wenn das dreireihig ist, ist das schon wieder nicht lösbar. Einen opfern, zweiten opfern, dritten opfern. Er braucht einen fünften Ball. Sonst schafft er das nicht. Einen fünften Ball braucht man auf jeden Fall. So, dann kriegst du hier auch ein paar Bodenplatten, die du bespielen kannst. Aber du musst die ja auf jeden Fall rüberziehen können. Und dann sollte man euch vielleicht in einer anderen Grundfarbe einfärben, dass wir hier drei verschiedene Möglichkeiten haben. Und den machen wir schon orange, um es schwerer zu machen. Machst du den blau, der opfert sich. Machst du den rot, der opfert sich. Machst du den gelb, hast du das Problem, du brauchst eine dritte Platte auf der Seite. So. Wenn man sich vorher überlegt hätte, was man hier eigentlich macht, wäre das sehr viel einfacher gewesen. Das ist mir auch bewusst. Aber okay. Hallo, Garg. Okay, ja. So. Ich nutze hier blau. Der opfert sich. Nutze hier rot, der opfert sich. Ich hole den gelben rüber, der opfert sich. Ich mache aus dem gelben einen orangen, der opfert sich. Und dann führe ich den violetten hier rüber. Was aber noch dumm ist, weil ich könnte einfach den roten oder den blauen violett machen. Und schon brauche ich das Ding nicht mehr lösen. Sprich, ich muss da hinten alle drei in gelb haben, sonst klappt das nicht.
Sonst kann man das ganze System cheaten. Stimmst du mir zu? Was immer du sagst. Also hörst du mir eigentlich gar nicht zu und sagst einfach nur Ja und Amen. Nein, ich muss gerade eben durchblicken, was du da genau jetzt gebaut hast. Also mein Ziel ist nur so ein kleines Ding, lauter elektrische Wartungskacheln, und du musst eben die gelben und den orangenen opfern, um den violetten von links dann nach rechts zu bringen. Nö, so wie du es gebaut hast, brauchst du wieder nur zwei opfern, oder nicht? Nee, der macht den ja nicht über zwei. Orangenen nach unten. Ja, gut, wenn du den orangenen nach unten machst, da die zwei Felder frei und auf der anderen Seite einen gelben, die unten. Dann sind aber unten immer noch zwei. Du musst immer alle opfern. Ich glaube, man kann es hier auf Spielen testen, oder? Du hast noch Fehler in deinem Level. Achte auf Warnungen über Tiles. Achso, weil der hier noch nicht gemacht ist. Nee, eine Tür. Die Ausgangstür ist rot und du hast da kein Signal für. Dann machen wir uns das doch einfach mal so. Wir machen hier einen kleinen Trigger hin und machen den rot. Und dann setzen wir hier eben noch einen hin. Du hast jetzt die Tür vorm Ausgang. Die hat jetzt zwei Trigger, ne? Ja, jetzt musst du beide Trigger machen, um die zu öffnen. Wenn ich das richtig verstehe. Achso, ja. Wände nicht geschlossen. Gut, dann schließen wir hier mal so eine Wand. Schließen hier mal so eine Wand schnell. So. Ja, ich. Okay. Jetzt sollte es aber gehen. Genau. Jetzt gucken wir uns ganz kurz mal an, wie unser erstes Teil funktioniert. Ob das so funktioniert, wie ich es gerne hätte. So, los geht's. Hier öffnet sich. Hier haben wir den Trigger, sieht man, und hier sieht man. Jawohl, beide sind nötig, um den zu öffnen. Oh. Ich muss die hier noch umstellen auf nicht böse Rocketroids. Sonst klappt das nicht. Sonst rennen sie mir direkt alle rein und das Ding ist verloren. Das wäre dumm gewesen. Gut, dass wir das vorher testen. Ja. So. Jetzt nochmal. Sollte das aber hinhauen, hoffentlich. Los, lass mich rein. Okay, also wir fangen hier mit dem vorderen Ding an. Der öffnet sich natürlich. Ist ganz schön eng hier, aber ist okay. So, den machen wir gelb. Den machen wir gelb. Und dann machen wir den da drüben gelb. Ups, den wollte ich nicht. Den wollte ich nicht. So. Genau, der opfert sich. Machen wir hier noch ein extra Rot, damit er eben ein bisschen in die Richtung gezogen wird. Den auch. Das Level ist ein bisschen klein. Also der Raum hier ist ein bisschen klein, finde ich. Da müssen wir nochmal ein bisschen schauen, dass wir vielleicht ein bisschen vergrößern. So, und den dahin. Genau, also Raum 1 ist kein Problem. Den verbreitern wir einfach um zwei Dinge, dann sieht er ein bisschen besser aus. Hallo Mareike. So, und jetzt kommt hier das Stromlevel. So, ich muss den Violetten auf jeden Fall hier drüben in die Ecke bringen, weil ich kann sonst nichts anders färben. Okay, jetzt ziehen wir... Ah nee, der ist ja nicht farblich bezogen. Da muss ja nur irgendeiner hingehen. Oh, das ist ja einfach. Basmat-Ding, grün. Ja, das hat so nicht funktioniert, wie ich das wollte. Gut, dann müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Ich dachte, den kann man farblich irgendwie... Gut, dann mache ich hier einfach schon mal vorweg, dass hier violett sein muss. Alles. Damit ich den violetten hole. Die Wände doch da einfärben, oder? Ja, nicht? Genau. Die mache ich violett und dann ist gut. Aber dann klappt das, weil sonst wäre das irgendwie witzlos. Aber für die Theorie, wenn man jetzt hier mal grün, der opfert sich. Genau, aber der macht hier doppelt auf. Müssen wir doch eine dritte Reihe einbauen. Das meinte ich ja, der macht ja doppelt auf, deswegen würden zwei Stück reichen. So, dann machen wir den Orange, der opfert sich. Jetzt könnte ich den Violetten hier schon... Na, ich müsste noch einen dritten nehmen. Nein, hinten, den du jetzt lila hast, sperr den doch ein, dass er nicht nach unten kann. Dass er oben rum muss. Das heißt, du musst die anderen alle opfern, um den frei zu bekommen. Ja, ich kann den Violetten jetzt aktuell auch gar nicht hier durchmanövrieren. Geht ja gar nicht. Ja.
einfach nur von den Stromplatten zur Wand einen Glaskasten machen, wo der drin sitzt, dass er halt vorsichtig Stromplatten hat. Und dann musst du ja die anderen opfern. So, und der geht da rüber, der geht da drauf. Und dann hätten wir theoretisch diesen zweiten Raum gelöst. Und dann soll das hier aufgehen, dann machen wir hier eben noch diesen finalen Zack, hab Spaß. Du gehst da hin, ah, guck mal, tadala, Tür ist offen, wir haben es Level geschafft. Wir versuchen hier gerade das Level zu basteln. Oder ich möchte gerne eins mit eurer Hilfe basteln. Wenn ihr Vorschläge habt, raus damit.